Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf unserem Kanal. Wir sind hier auf der Belgic Profonte in einer gemoddeten Ausführung im LS 17. Und das ist das Nachfolgeprojekt der Fall Pharma. Und es gibt sehr, 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 sehr viel zu sagen. Erstmal willkommen und Entschuldigung, dass das Video so spät kommt, aber ich bin momentan zeitlich ein bisschen anderweitig beschäftigt, deswegen, gut. Wir hatten ja bereits im Livestream, dem vergangenen Livestream, am vergangenen Donnerstag, beschlossen, dass wir die Belgic Profonte als Übergangsprojekt verwenden, bis die Karte vom guten René da ist. Und ja, das ist jetzt eben eingetroffen. Es hat sich jetzt nochmal ein bisschen was geändert. Und zwar, das möchte ich euch auch erklären. Ihr habt ja auch gesagt, guck mal, vielleicht schafft der René das, dass er das modden kann, dass es ein bisschen geiler aussieht und so weiter und so fort. Der René hat leider keine Zeit gehabt, weil er auf seine eigene Map konzentriert ist, was für mich auch gar kein Problem ist. So, was hat der Werner gemacht? Der Werner hat sich ein paar Tutorials angeguckt und hat es einfach mal selber gemacht. Ja, das heißt, das alles, was ihr hier gemoddet seht, habe ich selber gemacht mit dem Child Editor. Ich hatte große Hilfe vom guten Juli. Dankeschön an der Stelle nochmal, Juli, dass du so viel Zeit genommen hast. Und auch vom Simon, der mich auch ein paar Sachen beratschlagt hat und gesagt hat, das können wir so machen, das können wir so machen. Also vielen, vielen, vielen Dank euch beiden. Und ja, ich möchte euch jetzt einfach mal den Hof zeigen. Viele haben auch gedacht, dass ich diesen Fuhrpark, der in diesem kleinen Trailer gestern zu sehen war, mitnehme. Nein, 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 nein. Das habe ich im Nachhinein alles nochmal abgeändert. Das heißt, wir haben jetzt hier, rechts oben Geld. Also ihr seht, wir sind keine armen Leute hier, sondern wir haben schon einiges, weil ich mir einfach auch diesen Spielstand von der Fallfarbe nicht jetzt einfach gelöscht habe, sondern mitgenommen habe. Bisschen umgerechnet. Und dann ist eben das rausgekommen, was ihr jetzt gleich sehen werdet. So, ich fange aber erstmal mit der Änderung der Map an. Das heißt, es ist eine gemoddete Version der Belgic Profonte, die könnt ihr so nicht erhalten. Ihr könnt nur die normale Version erhalten, die ihr auf Frabelle runterladen könnt. Ich zeige euch jetzt erstmal, was sich geändert hat und dann noch ein paar Informationen zum Projekt selber. So, geändert hat sich erstmal hier diese Textur, die hier drauf war, auf diesen Mauern. Nee, diese ekelhafte grüne Textur, die habe ich weggemacht, also die habe ich einfach nur rausgelöscht. Und das sieht jetzt eigentlich schon viel, 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 viel besser aus. Also das gefällt mir schon viel, viel besser. Dieses grüne Gestrüpp oben, ja, das finde ich okay, das können wir lassen. Aber dieses grüne, moosgrüne Gedöns, das habe ich überall weggemacht. Das sah einfach nicht schön aus. Und so sieht es meines Erachtens viel besser, viel sauberer aus. Und deswegen habe ich das einfach mal jetzt so gemacht. Dieses Schild hier, das hat mir der gute Juli angefertigt. Das haben wir noch drauf geklatscht. Das ist einfach mal für die Erklärung, weil eben so viele Fragen, wer macht was? Und da ist jetzt ganz eindeutig, YouTube mache ich. Und Twitch ist der Leo. So, bei YouTube ist natürlich noch der Kollege Boxer dabei, der macht auch noch ein paar Sachen. Das darf man nicht außer Acht lassen. Aber einfach nur mal so jetzt gefragt, wer so die allgemeine Sache macht. Und das ist jetzt mal so ein grober Überblick. YouTube, Werner, Leo, Twitch. Ja, damit das auch mal geklärt ist. So, hier habe ich tatsächlich diese Einfahrt weggemacht. Die war sehr, sehr blockierend in meinen Augen. Also die war auch sehr, sehr schmal. Und die habe ich jetzt weggemacht und habe hier noch eine Lampe montiert hier oben. Ich habe hier noch ein Schild hingemacht. Das Schild habe ich nur kopiert. Das ist in einem anderen Teil der Map, ist das noch zu finden. Das fand ich sehr, sehr cool. Und das gibt auch das wieder, was ich in diesem Projekt vorhabe. Es ist nämlich ein Bio-Projekt. Ja, es ist ein Bio-Projekt. Das heißt, da komme ich aber später nochmal zu, was das heißt. Und das erklärt wahrscheinlich auch ein paar Maschinen, die ich habe und ein paar Sachen, die es auf dieser Map gar nicht gibt. Aber wir gehen erstmal weiter. Wir haben hier sehr viel, also das, was jetzt hier ist, so werden wir tatsächlich anfangen. So, das heißt, wir haben hier zum Beispiel, wir haben hier ganz wesentliche Sachen für die Bio-Sache, für diese Bio-Aktion. Das heißt, wir haben hier schon ein Güllefass stehen, wir haben hier schon eine Miststreuer stehen, wir haben zwei Mähwerke, nicht die größten, sondern erstmal so ein Lelly-Front-Mähwerk, wir haben ein Kuhn-Heck-Mähwerk oder Seitenmähwerk, glaube ich, nennt man das. Wir haben hier ist noch leer, also es sind noch ein paar Stellen Sachen frei, aber es ist ziemlich vollgeballert, muss ich sagen. Es ist wirklich sehr viele Maschinen, die wir schon am Anfang haben, was ich aber auch nicht so schlimm finde. Das ist ein ganz, 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 ganz kleiner Futtermischer, den habe ich auch gefunden, habe ich mir auch reinplatziert. Beziehungsweise gibt es den in einer platzierbaren Ausführung, weil mit dem Skript und sowas kenne ich mich leider nicht aus. Deswegen habe ich hier diese Version genommen zum Platzieren, aber das passt hier eigentlich ganz gut hin. Du hast hier hinten noch einen kleinen Bildschirm. Stroh, Silage, Gras, ne, haben wir Mischfutter, weil, wie gesagt, für die Bio-Angelegenheit ist eines ganz, ganz wichtig für mich, Tiere,
und die Felder. Das sind so zwei Sachen, die für mich ganz, ganz wichtig sind, die aber auch Hand in Hand gehen. Ne? So, wir haben natürlich Hühner, hier liegen schon ein paar herum. Die habe ich übrigens auch geändert, diese Plätze der Eier, weil die lagen auch hier vorne rum teilweise. Die habe ich jetzt alle hier reingepackt, nicht, weil sonst latscht man da einfach drüber. So, ich sehe da hinten schon einige Sachen, aber da kommen wir dann später zu. So, wir haben hier drin einen Gruber, einen, ich möchte es nicht sagen mega großen Gruber, aber so einen normalen halt. Das ist ein Terrano 5 von der Firma Horsch. Hier drin sah es ganz anders aus. Hier war noch eine Wand, die habe ich weggerissen. Und hier, ihr seht vielleicht noch die zwei Markierungen, die habe ich nicht wegbekommen. Hier war das, der Abholpunkt oder der Abholtrigger und die ganzen Container standen hier rum für das Spritzmittel. So. Und da wir ja Bio spielen, gibt es kein Spritzmittel. Das heißt, das habe ich alles weggelöscht. Und ihr habt auch da vorne gesehen, hier, wo der Anhänger drin steht, hier war Saatgut. Ne? Das gibt es auch nicht mehr. Wir werden unser eigenes Saatgut produzieren, damit ich wirklich weiß, okay, das ist wirklich das Beste, was du so haben kannst. Und deswegen, es ist ein bisschen aufwendig, das Projekt, muss ich sagen. Vielleicht, ich bin auch nicht hundertprozentig informiert zum Thema Bio. Aber ich bin auf euch auch angewiesen. Das heißt, ihr könnt mir da gerne in die Kommentare schreiben, was man wie am besten macht, damit das auch alles bio, ne, ähnlich oder bio-orientiert ist. So, hier haben wir nochmal dieses Schild, nur auf einer kleinen Glasplatte gesetzt. Hier war eben auch, hier war noch das Wohnhaus in der Mitte. Hier stand das Wohnhaus, das habe ich weggemacht. Brauche ich nicht, ich bin den ganzen Tag am Trecker, deswegen brauche ich kein Wohnhaus. Und hier war eben noch so ein kleiner Garten oder so ein kleiner Vorgarten mit so einer Grillstelle. Und da war eine Glasscheibe vorne auf dieser und die Glasscheibe habe ich einfach mal hier oben hin platziert und einfach mal das Schild drauf gemacht. Fand ich cool. Sieht einigermaßen geil aus, haben wir gedacht, gut, können wir so lassen. Hier, wir haben hier, ihr seht es, das sind nicht die größten Maschinen. Wir fangen wirklich klein an. Wir werden, ja, man sieht's, wir werden auch Kartoffeln machen. Wir werden ziemlich am Anfang schon auf die Erdfrüchte gehen. Das hat aber noch einen anderen Sinn. Wir haben hier eine Maisdrille, eine kleine. Ich fand die eigentlich, ich hab mich gefragt, warum sollst du jetzt irgendwas Gemoddetes nehmen, wenn doch das Standardspiel so viel geiles Stuff hergibt, den die meisten vielleicht gar nicht kennen von euch. Ne? Und das wollte ich einfach nochmal ein bisschen in Erinnerung rufen. Wir haben natürlich auch Kuhn-DLC am Stissel. Und ganz ein wichtiges Teil für die Abteilung Bio ist natürlich der Striegel. Ne? Weil wenn du nicht spritzen kannst oder wenn du nicht du dich entscheidest, nicht zu spritzen und kein Dünger auszubringen, kein Kunstdünger, dann ist natürlich der Striegel ganz, ganz wichtig in Kombination mit Gülle und Mist. Ne? Und das ist eben das. Hier haben wir noch einen kleinen Fronttank stehen für das Saatgut. Ja, ihr seht es schon da hinten. Ich bin ein kleiner MB-Truck-Suchti, deswegen sind hier auch wieder MB-Trucks vertreten. Ich komme erstmal hier dazu. So, ich werde in diesem Projekt ganz, 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 ganz viel auf Ballen gehen, weil ich einfach ein großer Ballenfanatiker bin. Ich habe mir dazu die Kuhn-Ballenpresse geholt, die Quaderballenpresse, plus den Wickler. Das heißt, wir werden auch Grasballen wickeln und die dann zu Silageballen machen. Wir haben hier einen mittelmäßigen Schwader, wir haben hier einen mittelmäßigen Zetter, das ist alles noch ausbaufähig. Ne? Wir haben hier das erste Schmuckstück, ein 900er MB-Truck mit der Pflegebereifung bereits drauf. Das wird unser Striegelfahrzeug sein und so diese Felderbearbeitungsgeschichte werden. Wir haben hier stehen zwei wunderschöne MB-Trucks. Wir haben hier einen 1800er Black Beauty. Wir haben einen 1500er mit der Knicknase mit den neuen originalen MB-Truck-Gewichten, auch von Forbidden Mods, auf der Forbidden Mods-Seite zu finden. Die bleiben hier aber nicht stehen, weil diese drei Hallen, die habe ich auch selber hingepackt, plus das Regal hier links. Hier stand nämlich noch so eine alte so eine alte Hütte, wo mir das Dach nicht gefallen hat. Habe ich weggeballert. Ich habe auch noch hier diese Mauer. Ich habe diesen Bereich ein bisschen erweitert, ne? Weil das ging hier nicht so weit. Ich habe noch eine Mauer rumgezogen hier, damit es auch schön aussieht, weil damit man hier ein bisschen Platz hat. Zu den drei Hallen komme ich gleich nochmal. Dieses Regal hat auch eine Bedeutung. Hier sind alle Gerätschaften drinnen für Teleskoplader, Frontlader und zuhören, Kompaktlader. Ja, ich werde wirklich alles von den dreien verwenden. Die stehen auch schon alle bereit, alle schon am Schlüssel, weil ich werde speziell mit dem Kompaktlader hier sehr viel für die Tiere machen, ausmisten und solche Sachen. Ich habe auch noch einen normalen MB-Truck, einen 800er mit Frontlader gekauft. Das ist der einzige Traktor mit einer Frontladeraufhängung. Ne? Habt ihr euch nämlich auch in den anderen Projekten ein bisschen darüber beschwert, dass nicht jeder Traktor eine Frontladeraufhängung haben sollte. Und ein JCB, Teleskoplader. Es ist, vielleicht sehen es ein paar, es hat alles sehr viel Ähnlichkeit mit der Belgique im 15er. Sehr viel Ähnlichkeit von den Maschinen her und von dem Aufbau her. Also da kommt, wie gesagt, es sollten einfach ein bisschen alte Gefühle hochkommen, klingt jetzt sehr komisch, aber es ist halt wirklich so gedacht. So, warum drei Hallen? Es ist ganz einfach.
Ich werde diese Hallen als Ballenunterstände verwenden. Wir haben hier eine Halle für Strohballen. Wir haben wahrscheinlich, muss ich erstmal gucken, eine Halle für Silageballen und eine Halle für Gras- und Heuballen. Das ist so meine Idee. Deswegen drei Hallen nebeneinander. Macht ja eigentlich sonst keinen Sinn, ne? Aber damit er wirklich getrennt ist, habe ich da drei Hallen hinplatziert. Das habe ich auch ein bisschen schöner gemacht hier. Das sah nicht so cool aus. Das habe ich noch nicht fertig gemacht. Aber wie gesagt, das kann ich noch machen. Wenn ihr auch andere Vorschläge habt, was ich noch machen könnte an dieser Map, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Ich kann ein paar Sachen, nicht alles, aber ich kann ein paar Sachen. Und ja, hier haben wir zum Beispiel einen Drescher haben wir bereits. Das ist auch ein großer Drescher, weil ich habe ja gesagt, wir kommen nicht von armen Leuten, sondern wir haben schon ein bisschen was gearbeitet und das soll man auch sehen. Und voilà, wir haben hier einen Rostel Mesh. Das ist nicht der größte, das ist der RSM 161. Ist eigentlich so ein, sagen wir mal, Standard-Ding. Ist von Forbidden Mods, ist wunderschön. Das halt gibt es auch noch mit Raupenantrieb und so weiter. Gucken wir uns vielleicht später nochmal an. Aber so jetzt so als Einsteigermodell fand ich es sehr, sehr cool. So, das kannst du wieder schließen hier mit der rechten Maustaste. Bom, bom. So, wir haben hier zwei Schneidwerke. Einmal ein Maisgebiss und einmal ein Powerstream 700. 7 Meter Arbeitsbreite. Alter, wir sind noch lange nicht fertig. Ne? Und ich habe jetzt schon 11 Minuten gesabbelt. So. Performance-mäßig muss ich sagen, es ist okay. Am Hof ist ein bisschen viel gestellt, muss ich ehrlich sagen. Also außerhalb des Hofs habe ich durchgehend 60 FPS. Wir kommen hier hoch. Das hier. Das hatte keine Überdachung. Die habe ich selber gemacht. Die habe ich, also nicht selber gemacht, ich habe sie von der Überdachung an der BGA mitgenommen. Und habe die einfach mal hingepackt. Ich fand die irgendwie cool. Muss ich wirklich sagen, ich fand die cool. Und wir haben hier natürlich noch einen Seedmaster. Weil ich habe gesagt, diese Saatgutpaletten, die überall rumstehen, die gibt es hier nicht. Die habe ich rausgelöscht. Das heißt, wir sind dazu gezwungen, selber Saatgut zu produzieren. Ja, deswegen haben wir hier auch einen Seedmaster hinplatziert. Fand ich passend. Fand ich wirklich passend. So, jetzt kommen wir zu der Geschichte Anhänger. Wir haben drei Anhänger, auch sehr coole Sachen bei, muss ich wirklich sagen. Wir haben zweimal eine gemoddete Version des, wie heißt der nochmal? Jetzt habe ich den Namen vergessen, siehst du? Profiline, ja, Metalltech. Den gibt es eigentlich standardmäßig nur in zwei Achsen. Ich habe ein Pack gefunden mit drei Achsen, habe ich uns erstmal zweimal organisiert. Und dann den Kröger Agroliner, aber das ist auch eine gemoddete Version. Den fand ich einfach cool als großen, weil der hat zwei Liftachsen. Seht ihr das hier? Sieht man das? Ist nur die mittlere Achse unten. Mega gut. Fand ich richtig geil. Habe ich auch mit reingenommen. Das ist unser einziger großer Anhänger, muss ich sagen. Ne? Hier hinten. Ich muss euch nochmal, es gibt 100.000 Sachen hier zu entdecken. Das ist Wahnsinn. Hier hinten haben wir noch drei Sachen stehen, vier Sachen stehen. Zwei Fässer. Ne? Also einmal hier Dieselfass und einmal hier Corte Universalfass. Plus einen normalen Fliegelanhänger, muss ich sagen. Wirklich normal. Und hier, den kenne ich vielleicht ein paar von euch gar nicht, das ist ein kleiner Futtermischwagen. Wirklich ein kleiner Futtermischwagen. Habe ich mir mal mit reingenommen, weil ich nicht genau, ich weiß nicht genau, wie das mit den Ballen aussieht, ob man die in diese Fabrik reinpacken kann, in diese Futtermischanlage. Das weiß ich noch nicht, deswegen habe ich erstmal den mit reingenommen. So. Ist ja schon mal zum Anfang nicht schlecht. So, ihr seht, es laufen überall Tiere rum. Wir haben schon Tiere. Es ist richtig. Wir haben Tier ungefähr 50 an der Zahl von jeder Sorte, möchte ich fast sagen. Aber wir haben ein großes Problem. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Wir haben ein großes Problem. Die Tiere haben nichts drin. Ein Schlückchen Wasser, weil ich es getestet habe, ob es funktioniert. Aber sonst, wir haben komplett unregelmäßige Zahlen. Wir haben 64 Schafe, wir haben 52 Schweine und wir haben 49 Kühe. So, ganz unregelmäßig. Das ist so das Maximum, was so rausging, was ich von der Fallfarm ein bisschen umgerechnet habe. Und die müssen wir gucken, dass wir die jetzt schnellstmöglich versorgen, weil, ne, ihr habt das schon am Anfang schon gesagt, das ist ein Bioprojekt, das heißt, wir brauchen ganz dringend die Abfälle und Anführungszeichen der Kühe, Schweine und so weiter und so fort. Wir brauchen Gülle, wir brauchen Mist. Wenn ich keine Gülle und keine Mist habe, dann wird einfach kein Dünger ausgebracht, wisst ihr? Dann haben wir einfach einen weniger Ertrag. Ja, das ist halt ein bisschen doof. Deswegen müssen wir echt gucken, wo wir bleiben. Hier haben wir noch so ein Regal, der stand hier drin. Ich habe es erstmal gelassen, ich kann es aber noch wegmachen, theoretisch. Und einfach, es wurde ein bisschen allgemein hübscher gemacht. Es war sehr uneben hier, das habe ich alles ausgeglichen. Es stand sehr viel Müll rum, muss ich ehrlich sagen. Die Hecken waren hier bis hier drin. Das habe ich alles ein bisschen wegfrisiert. Und jetzt kommen wir wieder hier unten hin. Ne? Also es ist meines Erachtens sehr, sehr cool geworden. Mir gefällt es richtig gut hier. Es ist alles ein bisschen offener, aber trotzdem hast du alles, was du brauchst. Hier, dieser Anhänger habe ich vergessen. Das ist unser Ballenanhänger.
Der ist auch von der Metaltech-Ausführung. Das ist so ein Modpack. Glaube ich, war sogar auf ModHub zu haben, ja. Und da werden wir unsere Ballen verladen. Da freue ich mich schon drauf. Und, Alter, die Zeit ist schon wieder vorbei. Eine Sache zeige ich euch noch, die Felder. Die Felder, die wir haben, zeige ich euch noch ganz kurz. Wir haben natürlich nicht alle Felder. Wir haben, das sind übrigens Standard-Dinger, die hier drin sind. Da habe ich nichts geändert. Das ist einfach so, wenn du die Map neu startest, dann sind die Sachen einfach da. Feldermäßig haben wir Feld 28, 13, 33, 12, 1. Diese Ecke hier kennt ihr wahrscheinlich, 1, 2, 8. Das war so die Ecke, die wir auch im 15er besessen haben. Und ein größeres Feld, das 21er. Das hat auch ein bisschen Sinn dahinter, den wir aber dann heute in der zweiten und dritten Folge klären werden. Es kommen heute noch zwei Folgen, wann weiß ich nicht genau. Ich werde jetzt gleich alle drei hintereinander aufnehmen. Und ich freue mich mega auf eure Kommentare. Wirklich, schreibt mir gerne alles voll, was ihr davon haltet. Ob ihr das cool findet oder nicht cool findet und so weiter und so fort, würde ich mich sehr, sehr, sehr darüber freuen, über euer Feedback. Vielleicht lasse ich auch ein bisschen Zeit ins Land ziehen und gucke mir erstmal eure Kommentare an, bevor ich die weiter aufnehme. Weiß ich noch nicht. Aber noch mal ganz kurz zu den Sachen, die jetzt anstehen. Ich habe vor, ich kann euch das einfach mal zeigen, weil ist ja egal, wenn es jetzt ein bisschen länger geht. Mein Gott, wer nicht gucken möchte, der kann ja abschalten, ist ja kein Problem. Ich habe vor, als allererstes das Feld 33 zu bearbeiten, weil das Feld 33 wird... Oh, warte mal. Ist hier eine Allgemeinwiese? Oh, das ist natürlich sehr cool. Weil da können wir die gleich bearbeiten. Mein Plan wäre gewesen, tatsächlich das Feld 33 zur Wiese zu machen. Wobei, ich mir das habe ich gar nicht gesehen, dass hier so viel Gras steht. Sehr geil. Weil das Feld 33 ist Rüben. Das sind alles Rüben drauf. Darf ich? Das ist aber standardmäßig. Das heißt, wir werden uns, deswegen habe ich auch einen Kontostand von 267.000 noch übrig gelassen. Hat aber noch andere Gründe, aber unter anderem werden wir uns hier einen Holmer mieten. Wir werden uns erstmal einen mieten, damit der diese Felder hier runterbeißt. Und da muss ich eben noch gucken, wo ich das hinpacke. Ne? Also die Landschaft hier ist halt schon mega cool. Wenn man das hier so guckt, ne? Im Hintergrund sieht man so ein paar Landschaften. Ist halt schon mega geil. Finde ich wirklich cool. Und ich habe natürlich noch einige andere Sachen an einigen anderen Orten gemacht auf der Map. Aber dazu später mehr. Wie gesagt, hier haben wir Rüben drauf, zwei Felder. Wir haben hier ein großes Weizenfeld. Das war eben beabsichtigt, dass wir auch gleich ein bisschen Stroh bekommen. Deswegen habe ich auch dieses Feld genommen vom Anfang an. Und hier haben wir, glaube ich, was ist das? Genau, zweimal Gerste. Und das ist hier auch nochmal Weizen, plus hier noch ein kleines Weizenfeld. Und hier oben haben wir Körnermais. Also das heißt, wir haben wirklich alle Sachen, die wir für den Anfang brauchen, um Tiere zu versorgen. Wir haben Körnermais für Schweine, wir haben Rüben für Schweine. Wir haben Weizen für die Saatgutproduktion. Wir haben Stroh für die Tiere zum Einstreuen. Wir haben eine Wiese gerade gefunden für alles andere, das ist für die Schafe zum Beispiel. Aber wir haben sehr viel zu tun hier. Und deswegen, ja, möchte ich jetzt gar nicht lange rumschnacken. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut, sage ich jetzt nochmal an der Stelle. Zum Thema Bio, gerne die Kommentare vollballern. Ich habe mir die letzten zwei, drei Tage sehr viele Berichte auf YouTube angeguckt, wo... ja, teilweise auch mir vorkommt, dass Bio so eine kleine, so eine Art Einstellungssache ist. Also so ein fester Grundsatz habe ich nicht gefunden. Also ich habe zwar gefunden, dass man jetzt meines Erachtens keine chemischen Spritzmittel und sowas verwendet, ja. Dass man kein künstlich hergestelltes Saatgut verwendet, so habe ich das verstanden. Und das sind so die Grundbasics. Und ich habe natürlich auch mit gutem Stefan vorbeigeguckt beim Sieberhusum. Ich glaube, ihr habt deinen Namen falsch ausgesprochen, ich weiß es nicht. Und der hat eben auch gesagt, weil er eben auch über... Das ist ein Real-Life-Landwirt, den ich auch schon öfter genannt habe hier. Der ist eben auch im Überlegen, Bio, ja, nein und wie und was. Und da hole ich mir auch immer ein paar Tipps, wenn es die Zeit zulässt von seinen Videos. Und ja, wie gesagt... es kommen heute noch zwei Folgen. Ballert die Kommentare voll mit Sachen, die ihr dazu zu sagen habt. Ich bin auch gerne noch für Map-Änderungen da. Also wenn ihr sagt, du könntest doch das hier machen und das hierhin machen. Ich werde es versuchen. Ich brauche extrem lange dafür. Also für diesen Umbau hier habe ich ungefähr 8 Stunden gebraucht. Bin ich ehrlich zu euch, 8 Stunden. Aber es ist wirklich so, wie es mir gefällt. Es sind halt die Kleinigkeiten. Und ich kann den René verstehen, wenn er sagt, er braucht wirklich lange, weil es einfach Sachen gibt. Du fängst irgendwo an und sagst mir, oh, das wäre aber geil, wenn wir das noch hier machen, das wäre aber geil, wenn wir das noch hier hin machen. Das verstehe ich jetzt vollkommen, weil mir ist es genauso gegangen. Ich habe etwas gesehen und gedacht, oh, wo können wir das denn hin machen? Das können wir vielleicht noch hier hin machen und hier hin machen.
Und das kannst du noch hier in den Boden anpassen und so weiter. Und ich bin auch, ich stand einfach bei Sachen an, wo ich nicht gewusst habe, wie das funktioniert. Und da hat mir eben der Juli sehr weitergeholfen. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und ja, jetzt lassen wir es erstmal gut sein. Ich könnte eine Stunde lang weitermachen. Wie gesagt, Kommentare vollballern. Gerne auch ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wir sehen uns etwas später wieder zu weiteren 2 Folgen. Bis später. Macht es gut. Ciao, ciao.